herzlich willkommen zu meinem 10. Food Diary. Zum Frühstück hatte ich eingeweichte Haferflocken mit Himbeeren und Heidelbeeren und ein bisschen Zimt und Zucker. Zum Mittagessen hatte ich Gnocchi, die habe ich einfach mit ein bisschen Fett in der Pfanne gebraten, dann dieses Café de Paris Gewürz drüber gestreut und dann hatte ich noch ein bisschen Hafercreme übrig, das habe ich dann auch drüber gegeben. Ja, und das habe ich dann zusammen gegessen, das war gut. Und abends gab es dann aus dem Thermomix die Tomatensuppe, die ich letztens eingestellt habe und super lecker ist. Zum Frühstück gab es wieder Haferflocken mit Alpro Go-On. Ich habe die Haferflocken einfach mit etwas heißem Wasser übergossen und quellen lassen. Dann habe ich das zusammengemischt und dann Himbeeren dazu gegessen. Und dazu einen Kaffee mit Mandelmilch. Ich hatte im Kühlschrank noch Blätterteig, der dringend weg musste und ich habe dann so eine Art Flammkuchen da draus gemacht, habe meine Cashewcreme gemacht, die da drüber gestrichen und dann belegt mit Räuchertofu und Zwiebeln. Es war Paprika im Angebot und ich habe daraus jetzt eine Pfanne gemacht und zwar habe ich erst Zwiebeln und geschroteten Grünkern angeröstet, dann die Paprika dazugegeben, dann etwas passierte Tomaten oder hier gehackte Tomaten, das ist eigentlich egal. Ja, und das habe ich dann zusammen mit Reis gegessen. Ich hatte nochmal Lust auf was indisch angehauchtes und ich habe jetzt Möhren ohne Fett in der Pfanne angeröstet, die habe ich so ganz klein gemacht. Dann passierte Tomaten und Knoblauch hinzugegeben. Dann habe ich das Ganze gewürzt mit Kreuzkümmel, mit Koriander und mit Ingwer. Und dann habe ich noch etwas Salz hinzugegeben und dann hatte ich ja noch diese Kichererbsen von dem Aquafaba. Da habe ich dann welche von untergerührt. Dann habe ich das Ganze noch mit Petersilie verfeinert und dann habe ich noch dieses Garam Masala Gewürz gefunden und das habe ich dann auch noch drüber gegeben. Jo, und das Ganze habe ich dann gegessen mit dem Reis, den ich vom Vortag noch übrig hatte und bestreut mit ein paar Kokosraspeln. Zum Frühstück hatte ich dann ein Brötchen, das habe ich mir aufgeteilt in 4 Stücke, 3 verschiedene Sorten Hummus, einmal habe ich Avocado drauf gemacht und Kalanamak-Salz, dann hatte ich ja noch meine selbstgezogenen Sprossen, die habe ich noch mit drüber gegeben und Radieschen. Und den Rest von meinen Sprossen, also das waren Buchweizensprossen, habe ich jetzt mal gedörrt, ich habe das erste Mal das jetzt mal ausprobiert und das wollte ich mir jetzt demnächst mal übers Müsli streuen. Zum Grillen heute Abend habe ich den leckeren asiatischen Nudelsalat gemacht. Das Rezept verlinke ich euch oben in der Ecke. Ich habe aber das etwas abgewandelt. Anstatt Frühlingszwiebeln sind rote Zwiebeln drin und anstatt Zuckerschoten Brokkoli. Ja, das kann man auch wunderbar abwandeln. Das ist super lecker. Heute mal ein etwas anderes Frühstück. Ich wollte unbedingt mal diesen Matcha probieren und habe mir im DM-Markt jetzt dieses Pulver gekauft, habe mir einen Smoothie gemacht mit Sojamilch, einer Banane, getrockneten Aprikosen und einem halben Teelöffel von dem Pulver. Sieht nicht so lecker aus, aber war mega lecker. Es gab nochmal Spargel und ganz tolle junge Kartoffeln aus dem Thermomix. Dazu habe ich eine Soße gemacht, eine Bechamelsoße mit Estragon aus diesen Zutaten. Ich habe dafür Alsan-Margarine geschmolzen, dann etwas Mehl untergerührt. Da muss man dann immer gut rühren, damit sich keine Klümpchen bilden. Und dann immer noch mal ein bisschen Sojamilch aufgefüllt. Sojareisdrink war das jetzt. Noch ein bisschen Gemüsebrühpulver habe ich dazu gegeben. Dann muss das einen Augenblick köcheln. Dann habe ich den Estragon da reingetan und das war's. Und das ist richtig lecker zusammen. Zwischenmahlzeit ein Schälchen mit Wassermelone. Ich habe mich mal wieder selbst übertroffen. Und zwar hatte ich hier so Bohnen-Burger-Patties gemacht aus roten Bohnen, Zwiebeln, Knoblauch, Haferflocken, ein paar Gewürzen und habe das im Backofen gemacht, damit ich Fett spare. In der Zeit, wo die im Ofen sind, habe ich rote Zwiebeln angeröstet mit ein bisschen Salz und Paprikapulver. Ja, und dann habe ich das Ganze als so eine Art Club-Sandwich oder so geschichtet und zwar folgendermaßen. Vollkorntoast mit Avocado und Kalanamak-Salz. Darauf habe ich Blattspinat gegeben. Darauf dann die Burger-Patties, dann die gebratenen Zwiebeln, dann Tomaten und dann wieder Spinat und dann das Ganze wieder zusammengeklappt mit nochmal Toast mit Avocado und Kalanamak-Salz. Und das war mega lecker. Ich wiederhole mich zwar hier immer mit meinem mega lecker, aber es war nun mal so. Zum Frühstück gab es eine große Schüssel Erdbeeren mit Alpro Go-On oben drüber und diesen Popcorn-Maiswaffeln zerbröselt. Ich habe nochmal den Ketchup gemacht, den ich schon mal eingestellt habe. Ich verlinke euch das nochmal oben. Dieses Mal etwas anders mit passierten Tomaten und Aprikosen. Der ist jetzt auch von der Farbe her etwas heller, wie man hier sehen kann.
Und den Ketchup habe ich jetzt dazu verwendet. Ich hatte jetzt noch von diesen Burger-Bohnen-Patties was übrig. Da habe ich mir dann nochmal Toast mit diesem Ketchup bestrichen, mit Röstzwiebeln, so ein Bohnen-Burger-Patty dazwischen und Kohlrabi-Scheiben klein gehobelt. Das war auch ganz lecker. Als Zwischenmahlzeit gab es Drachenfrucht und Ananas. So, bei mir gab es nochmal Pfannenpizza. Dafür habe ich einen Hefeteig gemacht. Dann habe ich Spinat in der Pfanne gedünstet mit Salz, Pfeffer, Knoblauchpulver und Zwiebelpulver. Dann auch noch ein bisschen Brokkoli gedünstet. Ja, und dann kommt jetzt meine große Riesenschweinerei. Dann habe ich also den Teig so ausgerollt, dass er in eine Pfanne passt. Dann habe ich so Arrabbiata-Soße darüber gegeben und dann das Gemüse und Cashew-Sahne. Ja, und das ist so lecker, weil der Boden ist dann total knusprig von der Pizza. Und zum Frühstück mal wieder ein Shake aus einer Banane, Ananas, Soja-Reisdrink und Matcha-Pulver. Richtig gut. Und ich habe nochmal alles in den Ofen geschmissen. Rote, grüne, gelbe Paprika und Zwiebeln, Süßkartoffeln auf der anderen Etage und das zusammen habe ich dann gegessen mit Salat. Den Hefeteig, den ich von der Pfannenpizza übrig hatte, habe ich in den Kühlschrank gelegt und habe dann am nächsten Tag einfach so eine Art Brötchen daraus geformt und die auch in der Pfanne gebacken. Und ihr seht jetzt hier, das hat richtig gut geklappt. Die sind wunderbar frisch, halt so wie Pizzabrötchen, nur in groß. Die habe ich mir dann bestrichen mit Simply und ganz vielen Kräutern. Und diesmal gab es zum Frühstück diesen Schoko-Chia-Pudding mit Bananen, Kiwi und getrockneten Buchweizensprossen. Und jetzt musste auch die zweite Pizza aus dem Lidl, die Pizza Bruschetta, dran glauben. So sieht die jetzt gefroren aus und so sieht sie aus, wenn sie aus dem Ofen kommt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand beide ziemlich lecker. Auch die hier ist überhaupt kein bisschen trocken und geschmacklich auch super. Vielleicht noch ein kleines bisschen besser als die andere, aber das ist ja Geschmackssache. Abends gab es dann einfach ein Brötchen mit Simply-Aufstrich, der veganen Fleischwurst aus dem Aldi und eine dicke, fette Gewürzgurke. Ich habe nochmal Sprossen gezogen, dieses Mal Alfalfa-Sprossen. Und da habe ich dann morgens auf dem Brötchen den Aufstrich aus dem Aldi, den Curry-Papaya-Aufstrich genommen. Dann ein paar Sprossen drauf und Radieschen dazu. Zum Mittagessen gab es so eine Art Curry, Linsencurry. Ich habe Zwiebeln und Linsen angeröstet in der Pfanne. Dann habe ich Gemüsebrühe drüber gegeben und Möhren reingeschnitten. Und dann habe ich noch Hafersahne darüber gegeben. Da könnt ihr auch Kokosmilch zum Beispiel nehmen, das schmeckt auch super. Ja, und ein paar Gewürze, das war's. Und abends war ich essen, dann gab es Röstkartoffeln und Salat dazu. Ja, und das war's. Und damit endet jetzt das 10. Food Diary. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage tschüss und bis bald.